Und hier ist ein interessanter Punkt. Der Prophet, wenn du dich aus deinem Haus begibst und ein Ziel anpeilst, dann hast du einen Weg, den du, eine Route, die du befolgen musst, auf die du fahren oder laufen musst. Und in diesem Hadith ist vielleicht eine Anspielung darauf, dass der Mensch sich auch aus dem weltlichen, aus den weltlichen Erscheinungen und Phänomenen irgendwie immer eine Art Analogie zur Akhira findet. Yani, ihr kennt vielleicht die Berichte, dass einige der Salaf, wenn sie beispielsweise irgendwo ein Feuer ausbrechen sahen, erinnerten sie sich dadurch oder sie verglichen das irgendwie auf eine Art und Weise mit dem Feuer der Akhira. Oder manche von ihnen pflegten sich manchmal, wenn eine Kerze angezündet war, den Finger darüber zu halten und zu sagen, zu sich selbst zu sagen, in Gedanken, wenn du das hier nicht aushalten kannst, wenn du diese Hitze nicht aushalten kannst mit deinem Finger, wie willst du die Pein der Akhira aushalten? Oder manche pflegten sich ein Grab, ein Grab auszuschaufeln und sich nur zur Erinnerung da reinzulegen. Und hier der Prophet, du gehst zu einem Ort, hast ein Ziel, gehst dorthin. Und auch, das ist jetzt ein physischer Weg, aber es gibt auch einen abstrakten Weg, den du hast. Eine abstrakte Route, die du zu begehen hast in deinem Leben. Und auch von der kannst du abkommen. Und auch auf dieser Route kannst du fallen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min an adil au udal. Ich suche Zuflucht bei dir davor, in die Irre zu gehen oder verirrt zu werden. Au azil au uzal, oder zu fallen. Zalla bedeutet, wenn man beispielsweise in ein Loch fällt. Und hier ist darauf eine Anspielung. Du hast eine gewisse Route, auf die du gehen musst. Du kannst aber auch runtergehen. Du kannst auch runtergehen und dich mit belanglosen Dingen beschäftigen. Abgehalten werden, sozusagen zu fallen. Da muss man wieder erst hochkommen. Und dieses Hochkommen erfordert neuen Aufwand und ist eine gewisse Blockade, eine Verzögerung, eine Verspätung. Nein.